Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal und schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute werde ich mal wieder ein neues Beauty-Tool mit euch testen. Und zwar ist es heute ausnahmsweise mal kein Make-up-Produkt, sondern ein Welleneisen. Und zwar habe ich das vor, ich glaube, 2-3 Wochen mal bei Amazon bestellt. Und ich wollte es jetzt einfach mal mit euch gemeinsam austesten. Mal schauen, ob das funktioniert. Ich finde, es sieht ein bisschen komisch aus. Also ist irgendwie so eine Mischung aus Glätteisen und Lockenstab. Mal abwarten. In dieser Verpackung ist das Welleneisen gekommen. Da war jetzt weder ein Handschuh dabei noch sonst irgendwas. Und zwar ist das von der Marke Bestope. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Also ihr könnt es hier sehen. Ich habe mir das auch selbst gekauft. Also das hat 35 Euro gekostet. Also die gibt es auch in den verschiedensten Farbvarianten. Also falls euch rosa nicht so zusagt, gibt es auch welche, die sind oben gold und der Griff ist dann weiß. Und auch preislich gibt es da wirklich keine Grenzen. Also die günstigsten beginnen, glaube ich, schon so bei 10, 15 Euro. Und nach oben hin gibt es da wirklich keine Grenze. Wie gesagt, das hat 35 Euro gekostet. Also das war so im mittleren Bereich. Ich wollte mir ursprünglich ein günstigeres kaufen, nur das hatte die besten Bewertungen zu dem Zeitpunkt. Und deswegen dachte ich mir, okay, gönne ich mir mal ein Welleneisen, 35 Euro. Und ja, also, ups, da geht das auf, also so klemmt man dann einfach die Haare dazwischen. Und ja, ist ein bisschen streng, aber es ist ganz okay. Hier hat man so eine Halterung, einfach damit, wenn man das, ups, wenn man das hinstellt, damit man damit nichts abfackelt. Und hier vorne diese schwarz lackierten Knüppel hier, die sind aus Plastik, also die sollten eigentlich nicht warm werden, also nur dieser pinke Teil. Und dann gibt es hier noch einen Regler, also man kann das Welleneisen auf 210 oder 180 Grad einstellen. Ich werde es auf 180 Grad einstellen, weil ich habe gelesen, bei dünnen und feinen Haaren sollte man die niedrigere Temperatur wählen. Aber wenn man sehr dichtes und dickes Haar hat, dann werden eher 210 Grad empfohlen. So, ich werde das ganze Teil jetzt mal anstecken. Theoretisch sollte sich das in 60 Sekunden aufheizen. Und während sich das Welleneisen jetzt aufhitzt, nur kurz zur Info, ich habe mir schon davor einen Hitzeschutz in meine Haare gegeben. Und der ist jetzt mittlerweile auch schon getrocknet, also das passt. Und ich werde jetzt noch meine Haare ein bisschen abteilen. Und ich habe mir natürlich auch ganz, ganz professionell solche Clips besorgt. Natürlich auch von Amazon. Damit halten die Haare sogar mal. Bin begeistert. So. Okay. Also entweder ich mache das jetzt falsch oder irgendwie. Also so wirklich Wellen sieht man jetzt nicht. Vielleicht sollte ich noch ein bisschen warten. Ich verwende jetzt einfach mal ein bisschen dünnere Strähnen, aber gut. Meine Haare sind sowieso sehr, sehr dünn. Also eigentlich sollte das ganz gut funktionieren. Komisch. Ja, okay. Also eine Welle ist jetzt erkennbar. Ja, ich mache jetzt einfach mal weiter. Ich glaube, man sollte auch nicht unbedingt 3 oder 4 Mal über eine Strähne drüber gehen, weil das auch nicht so gut für die Haare ist. Aber ja, schauen wir, vielleicht wird es besser. Aber ich muss ja ganz ehrlich dazu sagen, ich habe echt so eine Hassliebe zu diesen Geräten. Also egal ob Lockenstab oder Glätteisen, weil ich liebe Locken, also ich finde auch Locken an mir ganz schön und ich mag das echt gern. Nur das Problem ist, meine Haare sind für Locken einfach nicht geeignet. Die sind einfach zu glatt. Ich weiß, das ist echt so, sind echt so First World Problems, aber ja, ein bisschen mehr Griffigkeit wäre wünschenswert. Geht, könnte schlechter sein, also so ein bisschen kann man es erkennen. Naja. Also ja, ein bisschen was kann man sehen. Also sie sind wellig. Sieht sicher bei Leuten mit griffigen Haaren viel, viel besser aus. Also
Ich lasse das Ganze jetzt mal so. Sieht auf jeden Fall besser aus. Also ich habe jetzt auch eigentlich mehr Haare. Also, wie soll ich das erklären? Ich habe jetzt einfach meine Haare, habt ihr sie gesehen, oben abgeteilt. Habe jetzt an sich nicht viele Haare genommen, aber dafür einfach eine breitere Strähne. Ich glaube, das ist jetzt echt eine gute Methode. Also das hat jetzt echt besser funktioniert. Also es hat wirklich besser funktioniert als vorher. Also ich muss dazu sagen, das Ding ist wirklich ein bisschen schwerer als übliche Lockenstäbe oder Glätteisen. Also wenn man da sehr dichtes Haar hat, geht das schon richtig. Also es geht schon richtig in die Arme rein. Liegt auch wahrscheinlich daran, dass ich schon ewig nicht mehr trainieren war. Also, das ist jetzt mal die erste Seite. Irgendwie, ich weiß nicht, entweder liegt das an dem Welleneisen oder ich habe einfach noch nicht den Dreh heraus. Vermutlich zweiteres, weil hier, ihr könnt es sehen, hier sind die Wellen echt schön, also wirklich, wirklich schön. Und je weiter es nach unten geht, desto weniger sind sie. So, ich mache jetzt einfach mal im Schnelldurchlauf die zweite Seite und dann gebe ich euch mein Feedback zu diesem Welleneisen. So, das ist jetzt das Endergebnis. Ich lasse das Ganze jetzt auch so. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen konntet, aber ich habe mich da richtig verbrannt. Also ich sehe zwar noch nichts, aber es tut echt weh. Also man kommt zwar ziemlich weit mit diesem Welleneisen an die Kopfhaut ran, ohne sich zu verbrennen, aber die Seite ist überhaupt bei mir immer die schlechte. Also ich tue mir auf dieser Seite, also von mir aus gesehen rechts, viel, viel leichter. Also bitte passt da auf, wenn ihr das verwendet, dass ihr das nicht zu nah an die Kopfhaut bringt. Und ich weiß auch nicht, ob man das sehen konnte. Ich habe irgendwann aufgehört, hier unten meine Wellen zu machen. Also dementsprechend glatt sind die Haare noch. Und es liegt einfach daran, ich habe es einfach nicht geschafft, die Haare so abzuteilen wie hier oben, dass es wirklich Wellen ergibt. Also ich hatte ja auch schon zu Anfang hier das Problem. Weil mir ist wirklich aufgefallen, man muss die Haare, und das funktioniert leider immer oben am besten, wirklich so eine große Partie nehmen. Und da halt schauen, dass die nicht zu dick ist und dann kann man schon so eine große Partie einfach in dieses Welleneisen reinlegen. Also eigentlich kann man das die ganze Zeit so machen, also so abteilen, reinlegen. Natürlich, wenn ihr jetzt kürzere Haare habt als ich, funktioniert das sicher besser und vor allem auch schneller. Wobei ich sagen muss, so lange dauert das gar nicht, aber wie gesagt, hier unten, ich war einfach zu blöd, wirklich viel zu blöd, das zu machen. Ich hoffe, wenn ich das jetzt noch ein paar Mal übe, dass das dann hinhaut und wirklich auch gut aussieht. Zu den Wellen an sich, ja, finde ich ganz okay. Ich hätte mir jetzt ein bisschen, ja, ein welligeres Ergebnis eigentlich gewünscht. Also, ihr könnt es sehen, das ist, ja, ist okay. Also, so sehen meine Haare auch aus, wenn ich die über Nacht einflechte, wenn die noch so ein bisschen feucht sind. Ja. Geht, also sieht sehr natürlich aus. Ich glaube auch, dass das bei Leuten, die ein bisschen dichtere und strukturiertere Haare haben, viel, viel besser aussieht. Also, dass da auch die Wellen viel besser rauskommen. Mein Schlussfazit dazu, ich finde die Wellen echt schön, weil sie sehr natürlich aussehen. Also so für den Alltag echt gut geeignet, glaube ich. Also von der Handhabung her finde ich das Gerät ein bisschen umständlich. Also definitiv umständlicher als einen Lockenstab oder ein Glätteisen. Einfach weil das viel, viel breiter ist. Natürlich, einerseits ist das gut, weil man viele Haare damit gleichzeitig locken kann. Andererseits kommt man überhaupt hier unten sehr schwer ran, ohne dass man sich verbrennt. So Leute, und das ist jetzt auch schon eigentlich mein ganzes Feedback zu diesem Welleneisen. Ich hoffe natürlich sehr, dass euch das Video gefallen hat, dass es hilfreich war für euch. Falls dem so ist, gebt doch dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniert auch sehr gerne meinen Kanal. Das ist natürlich kostenlos. Und ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zusehen. Wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Tschüss!